Ich habe quasi den ganzen Montag damit verbracht, meine Koffer zu packen und dabei nicht an Prokrastination gespart. Jedoch bin ich tatsächlich fertig geworden und die Koffer sind bereit, um nach Kumamoto zu fliegen. Ich habe dann den ganzen Dienstag verbracht, mich von Leuten zu verabschieden. Erst habe ich Mittag gegessen mit meiner Oma, dann Bubble Tea mit Blaze, nochmal Bubble Tea mit Shine, da hat er Geburtstag, und anderen Freunden. Am Mittwoch ging es dann direkt zum Flughafen. Ich wurde natürlich hinbegleitet, um mich nochmal zu verabschieden, richtig. Der wunderschöne Münchner Flughafen, war wunderschönes Wetter. Security ging alles top, hat nur recht lang gedauert. Süßer kleiner Snackboot unterwegs. Hier sind wir dann am Boarden, am Gate. Und da ist das Flugzeug, das uns nach Tokio bringt. Schön hier im Weg ins Flugzeug. Irgendwie fand ich das Security-Video ganz lustig, deswegen habe ich es einfach auch mal mit aufgenommen. Und da heben wir ab. Auf Wiedersehen, Deutschland. Wir sehen uns für 5 Monate erstmal nicht. Der gesamte Flug nach Tokio ging etwa 12 Stunden lang, ging tatsächlich sogar noch ein bisschen schneller, weil wir Rückenwind hatten. Allerdings konnte ich nur ungefähr eine halbe Stunde schlafen. Den Rest der Zeit habe ich dann damit verbracht, Filme zu gucken und Animal Crossing zu spielen. Da wir ja über die Tagesgrenze hinweg geflogen sind, ging es halt hier am Donnerstag weiter. Und da sehen wir schon Japan mit dem wunderschönen Mount Fuji. Und wir landen in Tokio. Im Flug selber habe ich nicht so viel gefilmt. Wir sind in Haneda Airport, Tokio, angekommen. Und der Teppich war einfach zu süß, um ihn nicht zu filmen. Wir haben uns dann auch süße Pikachu-Snack-Bananen gegönnt. Waren auch super lecker und übel weich. Dann ging es auch schon weiter nach Kumamoto. Da habe ich jetzt dann tatsächlich nicht mehr so viel gefilmt, weil ich tatsächlich den ganzen Flug durchgeschlafen habe. Aber wir sind gut gelandet und sobald man in Kumamoto ist, sieht man natürlich überall Kumamon. Hier ist die Aussicht von unserem Airbnb, wo wir erstmal bleiben, bis wir ins International House umziehen dürfen. Und hier nochmal eine Sicht am Abend. Und damit ist dann auch unser erster Tag in Kumamoto zu Ende gegangen. Wir waren noch beim 7-Eleven, haben ein bisschen was eingekauft. Ein paar niedliche Sachen. Essen. Ja, ich konnte mich da natürlich nicht zurückhalten, weil es direkt Merchandise gab. Unseren zweiten Tag in Kumamoto haben wir natürlich dann direkt genutzt, um die Gegend ein wenig zu erkunden. Überall gab es wunderschöne Ecken zu sehen, so wie diese Blumen. Wir waren dann in Kumamoto City selber drin. Gibt es unheimlich viele Läden. Ist dann auch ein Taiyaki gegönnt. Alles ist so süß. Überall Gachapon, überall Anime-Plakate. Einfach wahnsinnig faszinierend. Süße Kuchen an jeder Ecke. Und natürlich die Spielehallen. Als es dann langsam dunkel wurde, haben wir uns dann wieder auf den Weg zurückgemacht und wir haben Abendessen gemacht. Tag 3 sind wir dann direkt wieder nach Kumamoto City rein, um uns noch ein bisschen mehr anzuschauen. Und so wie es aussieht, war irgendein Event dort. Ich wusste nicht genau, was es ist, aber es sah ziemlich lustig aus. Ich bin dann auch danach wieder weiter und habe direkt Kumamon entdeckt, wie er Klavier gespielt hat. Und danach sind wir dann Omurice essen gegangen.
Wir waren noch ein bisschen was einkaufen und sind dann am Abend wieder zurück ins Airbnb. Heute am Sonntag hat es wahnsinnig viel geregnet, also haben wir einfach beschlossen, einen gemütlichen Tag in der Wohnung zu machen, ein bisschen zu arbeiten, zu spielen und uns einfach ein bisschen Auszeit zu gönnen, nachdem wir die letzten Tage relativ viel gemacht haben. Lai hat dann auch wieder schön gekocht für uns und da bin ich jetzt, wie ich mein Video schneide. Ich hoffe, mein erster Vlog hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten wieder.